Hallo und herzlich willkommen hier mit mir, wieder nur einer von vielen und ja, Ark, ne? Wir machen jetzt hier mal die Tech Cave und ja, gucken wir uns jetzt mal an, ne? Wir machen jetzt erstmal auf leicht. Oh, jetzt erstmal gucken. Ich weiß nicht, ich war hier auch noch nicht, ne? Ist jetzt hier mal, ja, wir schleichen uns einfach mal hier rein und dann schauen wir mal. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, dann sammelt euch halt. Warte, Bender, geht halt nicht so weit vor. Ich muss halt hinter euch, ne? Kommt alle rein, jetzt nach und nach alle reingehen. Hopp, 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 hopp. Ja, wenn's leckt. Wir haben nur 5 Minuten. Ja, ja, eben. Hier steht alle in der Wand. Ja, einer nach dem anderen. Ihr könnt da nicht zusammen rein. Hör mal. Echt? Ja, komm, jetzt. Ne? Und deswegen hat man hier 5 Minuten. Und man es gibt Leute, die haben geschafft, hier mit 150 Leuten reinzukommen. Ich bin ja froh, wenn wir es schaffen, hier mit 5. Genau, sammelt euch da vorne, wo Bender steht. Nächste. Du schon wieder versuchen, da 2 gleichzeitig. Das klappt nicht. Habt ihr auch gerade bemerkt, oder? Schön nacheinander, genau. Jetzt der Dave und dann der KitKat-Gilada. So, wunderbar. Ist jetzt noch jemand draußen? Nee, alle Kinder, ja, dann nehmt euch mal eine Hand da vorne. Macht das. Nee, ja, der erste halt, gehen wir ein paar Schritte vor. Ich fange jetzt mal noch hier zu buffen. Und guckt halt, dass ihr mal zusammensteht. Wie, du solltest ganz am Ende. Ja, ja, will ich. Ist ja auch mein Plan. Ja, ja, ganz klar. Aber dann bewegt euch. Und guckt halt, dass ihr zusammenlauft, ne? Ach, also willst du was? Ich glaube, ich sehe hier Allosaurier. Ja, 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 sammelt euch da vorne, ne? Man blockiert mich schon wieder. Let's go, haut euch rein in den Kampf. Dave, geh da zu den anderen. Skari blockiert mich. Ich komme gerade nicht vorwärts. Alle dahinter auch nicht. Sonst, ja, sonst immer als Mob irgendwie, keine Ahnung. Macht das da irgendwie, aber jetzt gerade, wenn ich einzeln da reinlaufe. Wer macht denn der 9. mit Schaden? Gegner. Nee. Das sind unsere Zahlen schon. Die roten sind ja auch von uns, ne? Ja. Okay. Wow, guckt dann bitte, nein, dass ihr immer gesammelt bleibt, ja? Ich muss euch halt irgendwie buffen und wenn ihr jetzt so, dann läuft ihr. Ja, ist ja egal, aber nur bleibt halt irgendwie zusammen. Naja, so ist schon okay, ne? So, da macht ihr halt auch schön Damage, ne? Und dann sollte auch jeder. Irgendwie da. Naja, ihr macht das da vorne schon. Ich sehe halt jetzt recht wenig hier hinten, muss ich sagen. Bender, sag du mal an, ne? Oder Silber. Einer mit guter Qualität. Bitte ansagen. Und sonst, ne? Alles andere. Nur wenn wichtige Sachen sind, irgendwas sagen. So. Ich baue euch hier halt die ganze Zeit. Kriegt man noch gutes Zeug für die Boss eigentlich? Nichts gibt hier, außer 5 Level. Bitte, wie gesagt, nur noch, wenn jetzt was Wichtiges ist, ja? Wollt ihr nicht sprinten oder so? Nur noch. Ey. Hörst du mich nicht? Große Mikroraptor. Okay, ja. Also doch. Okay, dann helft ihm. Helft ihr. Deswegen schön zusammenbleiben. Immer im Mob bleiben. Ich mute dich jetzt sofort, ne? Okay, ich mute dich jetzt. Tut mir leid, geht nicht anders. Dankeschön. Ich weiß nicht, bei euch ist er nicht gemutet. Nur bei mir jetzt. Bleibt zusammen, ne? Bleibt zusammen. Hier stehen wieder Leute hinten. Ich meine, die Tür geht jetzt gleich zu. Ich meine, ihr merkt schon, das ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Jetzt auf leicht. Nur, damit halt nicht Leute jetzt irgendwie viel Damage fressen und dann gleich nach hinten halt müssen, weil sie halt die ganze Zeit vorne gestanden haben, bleibt einfach immer schön zusammen und dann macht ihr auch viel mehr Damage. Und wenn jemand abgemountet wird, ist das halt kein Problem, weil direkt daneben halt zig Mäuler sind, die zubeißen. Hoffen wir halt mal, dass das jetzt ordentlich funktioniert und nicht, was wir ja schon mal hatten, dass sich Allianzmitglieder trotzdem Schaden zufügen können. Muss ganz einfach mal hoffen. Aber so ist das schön, wenn ihr da so schön als Mob. Ja, als Mob, der sich gerade gegenseitig behindert. Okay, wir haben jetzt gleich irgendwie 40 oder 50 Minuten Zeit. Hauptsache, ihr seid immer bei den Kämpfen, dass ihr da dann schön zusammensteht. Ansonsten könnt ihr auch, ne, Silber ist ja auch mit vorne, hoffe ich. Oder nicht, Silber mehr ist gerade hinten. Sonst Bender, schieß einmal mit deiner Pistole und pull die nächste Gruppe. Jetzt sammelt euch wieder da unten und. Genau, ja, noch greifen sie. Jetzt kommen sie, okay. Alle runter und angreifen da. Komm, hopp, hopp. Gucken, ob ich euch. Ne. Oh. Ich will euch halt auch nicht blockieren, deswegen gucke ich immer, dass ich euch jetzt erstmal Platz lasse. Ihr macht das da schon. Ich muss hier nur C spammen. Die Gegner machen halt nicht so. Seraxa, die gelben Zahlen sind von den Gegnern. Nochmal für dich zur Info. Das ist nix 6 und so, ne? Hat jemand von euch bis jetzt irgendwie massiv Schaden bekommen? Oder sieht überhaupt irgendwie eine Änderung?
Ein Drittel? Okay, ja, dann Dave ein bisschen weiter. Ja, okay. Die anderen halt weiter. Immer weiter runter, ne? Das ist so eine Spirale, die sich hier runterzieht. Ihr könnt jetzt ja locker zu zweit, sonst macht halt Pärchen oder so, ist mir wurscht, aber guckt, dass er zusammenbleibt. Wir sind alt genug, da müssen wir irgendwie hinkriegen. Sonst müsst ihr euch halt an der Hand nehmen. Ist mir wurscht. Mir leckt gerade wie bekloppt. Okay. Hm. Das ist, weil die Höhle sich aufbaut, deswegen. Dachte ich auch. Ich bin geflogen, Spielcrash. Oh, oh, okay. Oder na gut. Kurz warten oder was? Nö, die anderen wieder sammeln. Und ihr könnt schon weiter. Das ist ja bis jetzt nicht wirklich schwer. Ich meine, gut, wir verlieren natürlich jetzt an Damage, aber wenn ihr es schafft, zusammen zu bleiben. Hauptsache hinter uns ist sauber, ne, dass die Leute nicht von irgendwas angegriffen werden, aber sieht ja gut aus. Kommt da jetzt wieder rein mit? Sollte, ne? Ja, ja, sollte. Bender, was mit dir? Oh, ich fütter gerade noch meinen Rex ein bisschen hoch. Okay. Muss das sein? Also hast du irgendwie, ne, was weiß ich, 50% live oder so? Sonst würde ich sagen, wir machen halt nachher irgendwann mal eine Pause. Und ne, geben den Leuten generell Zeit. Bevor wir jetzt hier 5 oder 10 oder 15 Mal stehen bleiben. Ja gut, ich dachte, ich bleib da uns bei Silber, dass wir, wenn... Ja, wenn ihr sollt halt Mate boostet. Achso, ja schon. Aber ja, gut, wir standen nebeneinander. Das Silber braucht jetzt leider ein paar Minuten, ne? Dave, weiter? Achso, du bist immer noch am Füttern, okay. Ja, dann die anderen. Weiter. Im Moment, ja. Toffi, Askari, ihr seid gerade die Ersten. Guckt, dass ne, hinter euch immer Seraxa ist. Der Erste ist immer noch nicht, aber ich weiß nicht, wer vor uns ist. Ja, ja, den, ja, keine Ahnung, hab ich alles gemutet, ne? Egal, was da passiert. Was ist, dass ihr an der Seite nicht runterfallt? Mhm. Aber läuft gut, oder? Also ich finde, was ich so an gelben Zahlen sehe, das ist fast nix, wa? Ich sehe gar keine. Ab und zu mal, wa? Der Kittekat läuft einfach vor. Ja, dann, wenn er stirbt, Pech gehabt, ne? Gut. Guckt halt, dass ihr zusammen bleibt, alles, was wir hier absprechen können. Mehr. Seraxa, renn mal ruhig zu den anderen. Nicht so schüchtern hinterher. Bitte. Ja, ich will hier keinen behindern im Laufen, weißt du? Vorsicht rechts von uns. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ihr. Ich glaube, wir müssen jetzt rechts rum. Ich glaube, wir müssen rechts rum. Hm? Warum leuchtet ein Zivilkiller nicht? Doch, der leuchtet. Weil er zu weit vorne läuft, schätze ich. Doch, bei mir leuchtet der, ist nur bei dir. Aber der Pult ist. Im Ladebildschirm. Die. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ob die Dings durchgelaufen sind schon, die Mods. Ich glaube ja. Bender, komm mal zurück. Nicht zum KitKat-Killer. Halt dich zu den anderen. Du kämpfst da jetzt alleine, ne? Bender, du bist da jetzt... Du driftst immer weiter ab und bist da irgendwie alleine. Okay. Ja, Dachhase hinterher. Ich glaube, der ist am richtigen Weg, oder? Ah, ne. Oder doch linksrum? Ja, okay, dann müssen wir doch da hoch. Oder da hoch? Ja, okay, guck die einfach da. Ihr seid halt vorne. Für mich ist das halt schwer zu sehen. Hinter dir ist noch ein Krokodil. Wie? Ja. In die Richtung? Ist ja nicht wirklich schwer. Anscheinend müssen wir dann doch da hoch, ne? Also wir müssen... KitKat-Killer ist, oder nicht? Oder, ja, okay, wenn da eine Schräge ist, ja, dann da runter. Hm? Ja, lass mich mal hier kurz wieder drehen. Ich, ne? Bin hier gerade. Okay. Passt auf, dass da nicht runterfällt einer. Jupp. Zum Glück können wir uns nicht gegenseitig schubsen. Also ihr seht schon, wir haben halt noch 51 Minuten, ne? Sollte locker passen und wir müssen halt dranbleiben. Ja, da geht einzeln oder macht Zweiergrüppchen, wie ihr wollt. Läuft doch bis jetzt auf jeden Fall ganz gut. Na, hier ist ein bisschen schmal, ne? Wir hätten halt auch irgendwie oben rum gekonnt, aber... Sicher, dass da rumgeht? Der Erste, der da... Siehst du was? Das sieht hier aus, als wenn es da rumgeht, ja. Super, okay, gut, dann weiter. Können wir ein bisschen aufschließen, Toffi? Ja, einen Moment. Versuch bitte wieder ein bisschen... Mikroraptoren wieder. Versuch bitte wieder ein bisschen geknubbelter zu sein. Und zumindest sind wir zwei nebeneinander oder so. Ja, hier ist irgendwie, ey. Ja, aber zwei. Aber ab da vorne gehen aber auf jeden Fall wieder zwei, oder? Ich kann halt die Leute vorne jetzt gerade. Die Leute, die jetzt gerade die Gegner kaputt machen, die kriegen von mir keinen Buff ab. Da
fahr so ein bisschen zurück. Meine Frau ist festgepackt. Okay, warte, ich geh zurück. Okay, ja, guck mal, jetzt blockiere ich euch natürlich, ne? Ich geh an die vorbei, wie? Ja, ich stell mich hier in die Ecke. Wieso kann ich Dave nicht buffen? Okay. Ja, Dave, hast du einen Buff? Ich hab Buff. Alles klar, wird bei mir nicht angezeigt. Ist anscheinend manchmal so. Kommen die Alus dazu, ja? Ja, schön zusammen zubeißen und packt das. Ach, guck mal, die machen ja nichts. 9, 10. Guck mal, die an Damage machen. Das ist ja lächerlich. Guck mal, die an Damage machen. Wer ist denn eigentlich der Top-DD bis jetzt? Silber. Silber, ja, macht pro Biss. Der Rex kommt noch. 972 sehe ich hier. Das ist gut. Das finde ich. Oh, oh, Silber macht nur 861, oder? Ich bin noch gar nicht da. Ach so. Silber ist noch gar nicht ah, da. Ja. Ah. Silber mit Top Mate DD hat hinten, hat oder was? 1000 oder so gemacht. Oh, oh, die okay. Die da hinten stehen, die kann man doch in Ruhe lassen, oder? Da sind wir rechts rum, links rum? Oder mir egal, aber sammelt euch. Die kommen jetzt doch noch dazu, oder? Bitte sammelt euch irgendwie. Links oder rechts? Lass uns die mal gerade wegmachen, die hier sind. Ja, deine Frau steht da vorne, kämpft da vorne ein bisschen an, ne? Ah, Silber ist da, okay, Silber. Schwing dich zu den anderen. Jetzt will ich einen Mate-Boost sehen hier, komm. Dafür habe ich die T-Rexe gezüchtet. Vorsicht, kommt super bei uns. Ich hänge hier fest, also. Boah, 1145? Oh, Silber. Das ist nicht schlecht. Ein bisschen Forstfeeden. Ja, jetzt teilen wir uns hier gerade auf. Mir egal, dann geht hier links oder rechts drumherum. Trefft euch da vorne wieder. Vorne in der Mitte können wir uns wieder treffen. Alles klar. Also hier der Weg ist frei. Ich gehe noch hinter den anderen hinterher, falls die hier gebufft werden müssen. Zu spät ist aktiv der Dings, der UT. Ja, geh drauf. Ich bin hinter dieser Achse. Du schaffst den locker. Obwohl jetzt an einer Person. Der macht jetzt schon mal 30 Damage. Ja, ja okay, weil vorne glaube ich unsere Sättel sind. Sorry Dave, ich blockiere dich. Ja, schade jetzt, dass bei euch der Mate Boost fehlt. Habt ihr gesehen, ne? Da macht sie nochmal 20% oder was, ne? Ja. So, wir warten gerade am besten auf die andere, oder? Gib mal Gas, ihr zwei hier. Wir hinken hinterher. Oh. Ich kann ja auch mal ein bisschen mitkämpfen hier, ne? Mach auch 200 Damage! Tja, ihr seht jetzt auch, haltet, versucht gleich halt wieder immer zusammen zu bleiben, ja, weil Silber macht doppelt so viel Damage, dreimal so viel Damage wie Serxa zum Beispiel. Ist halt schade, wenn wir den Damage jetzt gerade einfach da dumm rumstehen haben, ne? Weil er nichts machen kann. Aber meiner macht jetzt auch nicht unbedingt wenig Schaden. Ne, du bist, denke ich, der Zweite, ne? Gehe ich mal stark von aus. Mit 1000 irgendwas auch, oder? Naja, auch 1000. Ja. Also mit Meldbar von Sonne. Jo, jo. Dafür habe ich die geilen Dinger gezüchtet. Oder, naja, halbes Jahr Zuchtreihe bis jetzt hier. Okay, Ascari ist da hinten und wer noch? Dave? Ich komme in der Ecke jetzt. Okay. Gut, ja. Ich finde das halt toll, wenn Silber und Bender vorne sind, dann könnt ihr das so ein bisschen steuern, ne? Wenn ihr die nächste Gruppe seht oder so und seht, die Leute sind noch nicht hinter euch, wartet einfach eben. Na, 1600 Silber. Oi, 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 oi. Und Bender 1100. Oder? Schöne Zahlen. Gefällt mir. Und an uns machen die auch keinen Damage irgendwie, ne? Ihr habt halt ich habe nicht mal die besten Sättel genommen. Ich habe nur so 200er Sättel. Unten seht ihr schon unser Ziel. Wenn ihr jetzt gerade mal links guckt, zu eurer Linken. Da vorne die wabernde Wand. Da wollen wir hin. Mhm. Okay, gut, dann, ja gut, ich will euch nicht aufhalten, ihr macht das da echt gerade toll. Jetzt seid ihr schön gesammelt als Gruppe. Die ist mir zum Anfeuern. Ja, genau, und zum Buffen, ja genau, ich bin ja der Buffer, ja, logisch. Ich stehe hinten und feuer an. Ja, und sonst, was sagt ihr denn so bis jetzt? Eigentlich easy, oder? Ja. Bis jetzt sieht gut aus. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir haben schon die Hälfte geschafft. Da hinten können uns halt gleich ein Giga erwarten. Haltet halt mal die Augen auf. Jetzt müssen wir links hart runter, ne? Ja. Alles klar, seht ihr schon selber.
Ich fände das wieder gut, wenn Bender und Silber vorne sind, weil die haben einfach die besten Sättel. Und lauf einfach gegen mich gegen Silber, dann kannst du besser drehen. Deswegen habe ich mich jetzt hier stehen gelassen. Jo, und dann die anderen direkt hinterher, ne? Direkt immer an Bender und Silber seinem Schwanz kleben. Ja, boah, da, hier habe ich aber noch Bock drauf, das auch schwer zu machen, wa? Weil ich muss sagen, jetzt. Bis jetzt ist ja keine Herausforderung, oder? Von meiner Meinung nach. Boah, das ist jetzt ein Giga, ich hab gar keinen gesehen. Kann sein, dass hier keine. Also, wenn, dann sollte der jetzt gleich kommen. Oder hier stehen, eigentlich. Hier habe ich den meistens gesehen. Kann sein, ja. Der ist schon im Feuer geflogen. Kann auch sein. Manche sind halt schon runtergeflogen da vor uns. Lass den Rucksack hier ruhig vorne, trau dich. Ich habe mehr Schutz, dass mir irgendeiner im Bobbes hängt, ich will da festhängen. Ja, ja, der Rucksack wird hier durchgezogen. Ein bisschen wenigstens, genau. Das kann ich euch ja gerade schön buffen, ja. So, ich muss mal kurz jetzt mein Inventar aufräumen. Okay, ja komm, dann lass uns hier... lauft mal durch die Wand durch. Lauft mal durch die Wand durch. Sollte dahinter jetzt einfach weitergehen. Und dann sollten auch keine Gegner mehr kommen. Okay, da unten stehen jetzt vielleicht noch einer. Und dann können wir halt eben pausieren. Weil dann sind wir eigentlich durch. Dann kommt noch der Boss. Wie weit jetzt noch? Ey, lass mich los hier. Jetzt so, vielleicht 30 Sekunden zu laufen. Irgendjemand hat mich hier festgehängt. Askari. Tja, ein Herz und eine Seele, ne? Lauf doch mal rückwärts, bitte. Versuche, bitte. Hey, wir brauchen eine Felsrüstung. Ja, dafür habe ich den, also einfach alles durch, klar. Ja? Ja, da sollte jetzt eigentlich nichts mehr kommen, aber vielleicht wurde was geändert oder so. Und euch wurde ja schon gerade angesagt, ne? Zieht jetzt den Pelz an. Pelz anziehen jetzt. Pelz. Pelz-Time. Hinter der Wand zumindest, ne? Okay, sammelt euch mal wieder irgendwie da beim Dave. Oder bei dem ersten. Also bei mir gibt das keine mit der Pelzausrüstung, die ich habe. Obwohl, jetzt ist gut. Sonst, ich habe auch noch Fry Curry, falls hier zu kalt ist. Ja, brennt mal durch. Ich weiß nicht, bin ich jetzt schon Erster? Meine Frau kommt irgendwie nicht weiter. Dann guck du mal eben danach, weil... Das geht ja. Okay, bleibt jetzt mal bitte hier stehen. Bender, bleibt jetzt mal bitte hier stehen. Hier vorne ist jetzt quasi gleich so ein Portal. Also, ne, wir gehen da rein. Wir müssen uns alle in die Mitte stellen, auf den Knopf drücken, dann werden wir hochgeportet. Aber ich will erst warten, bis die Leute da sind. Einen Moment, wir sind unterwegs. Jo. Das ist jetzt halt gerade so ein Knackpunkt, wenn man hier mit vielen Leuten rein möchte. Ihr seht ja, das ist ein begrenztes Areal. Da können dann immer, sag ich mal, vielleicht 20 Leute rein oder so. Die werden dann hochgeportet. Und dann können halt danach die nächsten 20. Dann hat er, glaube ich, einen Cooldown von ein paar Minuten. Und dann können sich die nächsten 20 hochporten. So um den drehen. Also wir versuchen jetzt natürlich gleich alle hier reinzukommen. Wer ist gerade letzter Mann? Askari, Moment. Alles klar. Passt auf euer Leben auf. Was, wir müssen den Sattel runter machen? Nö. Letzte Frau ist da. Okay. Dann stellt euch mal hier drin auf. Das jetzt, ne? Ich weiß nicht genau, stellen. Man sieht ja so ein bisschen so einen Kreis, ne? Wie soll der da mit 50 Tieren gehen? 20 ungefähr passen hier drauf. Ja, aber man kann es ja mit 50 machen hier, gell? Ja, man kann ja mehrmals porten. Achso. Schwanz nach innen oder Schwanz nach außen? Scheißegal, stellt euch einfach rein, hier ist genug Platz. Toffi, du bist gerade letzter Mann oder was? Jawohl. Okay. Immer nach innen. Stellt euch einfach mal alle rein. Und dann absteigen oder? Ich bin jetzt gerade abgestiegen. Ja, steigt mal lieber ab. Das ist jetzt wieder wie, als wenn wir zum Boss geportet werden, so wie es aussieht, ne? Ah, jetzt können auch nur, ja, okay, 10 Überlebende, ne? Und das ist jetzt halt gerade das Limit, ne? 10 Überlebende können hier nur rein. Und wenn man jetzt mit 50 Leuten hier drin ist, dann muss man halt 5-mal porten. Passt mal euer Leben noch auf? Ja, sonst, wenn ihr noch ein bisschen force-feeden wollt oder so, eure Tiere. Ja, eigentlich voll. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Gut, ne, er war recht easy bis jetzt, ne? Na gut, jetzt kommt halt noch der Boss, der Overseer. Ist auch nichts Besonderes.
Naja gut, ist schon was Tolles, werden wir gleich sehen. Also trinken hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Das brauchen wir wohl jetzt drin, oder? Wenn du willst. Zieht euch einfach der Buffwood wieder rein, haltet dann einfach drin. Wir wollen uns da so leicht wie möglich machen. So, ihr wisst es. Let's get ready to rumble! Hoffentlich werden alle reingeport. Also ich bin schon mal irgendwo. Ja, so. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Spaß. Also es geht nicht direkt mit dem Bosskampf los. Okay. Ja, egal. Hier passiert nichts Interessantes. Also nichts Schlimmes jetzt. Wir sind jetzt hier in so einem Vorraum und hier erklärt sich jetzt auch ein bisschen die Geschichte von Ark. Oder das ist zumindest das, was die implementiert haben hier als Geschichte. Ich sag mal, wir können ruhig, denke ich, 5 Minuten investieren, wenn ihr euch hier umgucken wollt. Sieht ganz schön aus, finde ich. Hier kann man jetzt so die verschiedenen Welten sehen. Guckt euch einfach mal an. Ihr könnt hier ein bisschen rumrennen. Aber passt auf, warte, ich weiß nicht, wer da jetzt als erster ist. Man kann hier halt auch zum Boss gehen, ne? Wo kommt man dann zum Boss jetzt? Das ist ein linearer Gang. Ach, der ist schon hinten, steht der rote T-Rex von uns. Das ist jetzt alles noch Bereich Belz-Rüstung, ne? Ja, ja, alles eiskalt hier. Und okay. Ja. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel gerade die 3 Boss-Arenen, die wir machen mussten, ne? Von der Spinne, vom Affen und vom Drachen. Finde ich, sieht ganz toll aus hier, ne? Wenn wir jetzt gleich weitergehen. Ihr könnt ruhig schon, wenn ihr wollt, hier, ne? Für die, die schon da sind, ihr könnt ruhig schon ein bisschen weitergehen und euch das hier angucken. Hier zum Beispiel sieht man so verschiedene Arken, Arken, was auch immer. Plural von Ark. Ark. Duffy, bin ich dir am Weg? Ihr könnt auch absteigen und euch hier den Kram zum Beispiel mal angucken. Ich hab noch geforstfeedet. Hab ich gesehen. Du hast Gebiss verloren, deine T-Rex-Ebe. Hier gibt auch Dossiers zum Einsammeln, wenn ihr euch hier auf die Plattform stellt. Auf jeder Plattform? Keine Ahnung, du war. Müsst auch mal ein bisschen gucken hier. Ja, ich muss auf mein Leben aufpassen, wie in der Pelzausrüstung. Jetzt sagt, du hast ja Heiltränke, ne? Und komm mal her. Ja, ich hab ne, das ist gut. Ich geb dir hier nur Fry Curry. Wo bist du? Toffee da, ja. Wie ist bei deiner Frau? Alles gut? Ja, bei meiner Frau. Ja, die habe ich die bessere Ausrüstung. Alles klar, gut. Würde ich auch machen, ja. Okay. Guck mal, ist jetzt gut mit dem Fry Curry? Ja, ne? Ne, geht immer noch ein bisschen runter, aber geht. Okay. Ich suche jetzt meine T-Rex. War das nur ein Dossier hier hin? Ja, also da bis jetzt, ja. Sollten jetzt noch mehr kommen, wenn wir weitergehen. Alles klar. Miep, miep, Seraxa, wo bist du langsam? Ja, ich trau mich nicht vorzugehen, Herr. Aktivier ich damals richtig voll Ärger, ey. Ja gut, wir müssen auch langsam ein bisschen sputen, weil ich glaube, die Zeit zählt auch für den Boss. Also ich denke, hier wird noch ein Dossier sein. Ja, hier ist noch eins. Komm, mein Turret, komm. Sieht doch toll aus, oder? Was sagt ihr so bis jetzt? Ich bin einmal gefällt. Drei. Das Turret reicht dir gleich in der Arsch. Ja, ja bitte. Stehst du drauf, gell? Ja, und da hinten geht's, glaube ich, sofort zum Boss. Hier ist dann wahrscheinlich nochmal so ein Dossier. Oder auch nicht. Nö, ne? Hier ist nix. Hier sehen wir auch nur irgendwelche Schemen da im Hintergrund. Man weiß es nicht. Das ist bestimmt der Aberration Arc. Kann so, sein. Hier mal bitte noch? Bitte ja. Was? Wartet ihr nochmal? Ja, wir gehen hier nicht so weit, ne? So, ich denke, da vorne wird jetzt wahrscheinlich zum Boss gehen, denke ich. Also, lass uns mal hier warten. Ja, sieht ganz toll aus. Jetzt guckt doch mal nach unten, wie hoch wir sind. Wir sind jetzt quasi in so einem Ark. Also sieht das zumindest aus, wenn man nach unten guckt, ne? Ja, bei dem Ding Rock hättest du hier, ne? Nein, beim letzten nicht. Ich finde das hier toll gemacht. Ja, das sieht richtig gut aus. Ja, ne? Guck, hier werden die Airdrops runtergeschickt, wenn ihr euch immer fragt, wo die herkommen. Aha. Das soll Island sein. Ja, ne? Ich denke auch. Ja, das, was hier unter uns ist, das soll Island sein. Was denn? Der rote? Ne. Durch die Löcher fällt man oder drunter, oder? Ne. Ja, okay, komm, dann sind alle wieder da. Wer ist letzter Mann, Dave? Okay, dann. Ja. Bender voran. T-Rex voran. Schnauze voraus.
Wollen wir sehen, was uns da hinten noch erwartet. Aber können wir echt auch noch gut auf Mittel machen, ne? Hier ist die Boss-Arena, glaube ich. Ja. Ja, das, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, so. Geht ihr mal vor. Hopp, hopp, alle durch. Wartet halt kurz dahinter, ne? Wenn ihr hinter der Tür seid irgendwie. Ascari, komm. Schwupp, Dave. Ja. Okay, alle drin. Wunderbar. Dann geht jetzt geschlossen, ne? Als Gruppe in die Mitte. Könnt euch natürlich noch mal ein bisschen umgucken, ne? Jetzt ist hier erst noch, ihr seht ja hier, was das hier ist, ne? Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht aber toll aus, ne? Das ist die Brücke vom Raumschiff. Sieht man doch nicht. Ach so, okay. Sammelt euch bitte dann in der Mitte. Hopp, hopp. Wenn ich euch dann schön buffen kann. Das sind von der anderen Arkane. Ja, könnt euch hier halt nochmal kurz umgucken, also mit der Kamera, aber ich glaube, wir haben gleich auch noch Zeit. Wir haben jetzt 35 Minuten für den Boss. Ich will jetzt am Anfang hier nicht irgendwie was riskieren. Jetzt bitte sammelt euch. Da vorne seht ihr schon, da passiert jetzt was, ne? Da wird jetzt der Boss erscheinen und ihr umzingelt den und einfach voll drauf, ne? Versucht dem irgendwie halt die Möglichkeit zu nehmen, wegzukommen. Da werden auch Ads kommen. Naja, das Übliche, war nichts Besonderes eigentlich. Wir sind ja alle schon hier schon so ein bisschen Bosskämpfer in Ark, ne? Bitte sammelt euch wieder als Gruppe. Ich sehe, ihr verteilt euch da schön im Fächer. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollen. Achso, ja, okay, gut. Achso, ihr wollt den jetzt. Okay. Ihr macht das schon, komm. Drauf jetzt? Ja, drauf. Probier mal. Ich glaube jetzt, was ist das? Der kriegt nur sein Schild-Damage oder so, ne? Keine Ahnung, haut einfach drauf. Okay, da kommen Ads. Da sind Ads hinter uns. Und ich versuche die mal zu euch zu locken. Oder wir müssen jetzt auf die Ads. Okay, macht mal die Ads, macht mal die Ads. Ja, dreht euch eben um. Ich glaube, wir können dem jetzt nichts tun. Konzentriert euch mal eben auf die Ads. Jetzt können wir dem was tun. Jetzt sein Schild weg. Jetzt auf den Boss. Auf den Boss. Auf den Boss. Geschockt. Sobald ihr könnt, wieder auf die Rexe. Und dann geht's halt zum Boss, ne? Geht zum Boss. Die Ads kommen dann ja zwangsläufig zu uns. Ach so, ihr müsst aufpassen, wo ihr hinlauft. Das sind die Kugeln, die euch schocken da unten am Boden, ne? Denke ich. Ja, wir müssen halt irgendwie zum Boss und Damage auf den machen, ne? Das ist das Liegeding hier, oder was? Müsst halt aufpassen auf die Kugeln, die da sind. Ja, genau, das ist der Boss, ja. Jetzt hat er wieder sein Schild. Jetzt können wir dem wieder nichts tun. Also wenn der Boss sein Schild nicht hat, konzentriert euch wirklich voll auf den Boss. Ne? Rennt da hin und macht Damage. Jetzt sammelt euch wieder, dass wenn die Ads kommen, sammelt euch ein bisschen neben dem Boss oder so. Und dass ihr euch dann, ne, gegenseitig helfen könnt, falls was passiert. Manche stehen immer noch ziemlich abseits. Boss ist wieder, genau. Ach, das sind die Strahlen. Okay. Die Kuh, ja. Auf den Boss, auf den Boss, auf den Boss. Alles andere ignorieren. Hinterher. Versucht ihn irgendwie zu kriegen. Jetzt müssen wir ihn halt eigentlich. Pass auf die Strahlen auf, ne? Die. Also, jetzt wissen wir es halt. Ne, ihr habt da auch gesehen. Mit T-Rex ist ein bisschen schwieriger zu laufen. Aber wenn er die Strahlen macht, ihr dürft nicht von dem Strahl erfasst werden. Also muss nur im T-Rex hochbleiben. Oh, Bender. Ja, bitte. Ja, da ist er gerade. Sonst, ihr seht ja auch, wo der hingeht oder so, ne? Versucht vielleicht nicht hinterher, sondern versucht dann in die Richtung, wo er dann wahrscheinlich sofort hingehen wird. Na gut, jetzt sammelt euch wieder daneben und konzentriert euch auf die Ads. Immer als Gruppe bleiben. Schön schon mal daneben, alle herkommen, schön, ja, weil jetzt nehme ich das Schild weg, jetzt könnt ihr eben Damage machen. Okay, gut. Ja gut, wenn man nicht von dem Ding erwischt wird, ne? Ach, der stunt auch nur die Tiere, ne? Mich hat der gar nicht gestunt. Nein, der stunt mich auch. Ach so, okay. Und man wird abgemountet. Hm. Wir haben halt noch Zeit, ne, aber ich weiß nicht, wer kämpft da vorne alleine? Das ist halt nicht so sinnvoll. Da kommen wieder die Strahlen. Oh. Puh. Wo
jetzt schön. Tja, jetzt hat er wieder sein Schild. Ob die Rexe wirklich das optimale Tier hier für den Kampf sind. Die sind zu. Sehr. Träge, ja, genau, das stimmt schon. So. Das stimmt schon. Also, am besten halt jetzt schon. Ja, versucht ihr mal jetzt zu umzingeln. Ah ja, ihr werdet dann gleich gestunt halt, ne? Aber. Richtig. Aber nicht alle eigentlich, ne? Genau, jetzt halt möglichst viele drauf. Ah, guck, jetzt kann er nämlich nicht weg. So. Und jetzt einfach. Ah, der, okay, der hat doch irgendwie eine Lücke gefunden. Aber ihr habt jetzt wenigstens Damage gemacht. Ihr habt jetzt genauso viel Damage gemacht wie in der ganzen Zeit davor. Also so kriegen wir den down. Wenn wir den halt noch 4-5 Mal so kriegen, dann ist er weg. Wir müssen den direkt einkreisen, sobald er steht. Wenn die Apps kommen, soll die Komet-Feature inkreisen. Ich kann euch halt so absolut nicht buffen, ne? Ich kann immer nur die einzelne Person buffen. Was gar keinen Sinn macht. Bitte bleibt zusammen. Wenn jemand. Weiß ich nicht, wenn sich jemand von der Gruppe entfernt, dann direkt wieder zurück. Oh, ja. Außer die natürlich, die auch schon beim Boss sind. Hopp, 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 so Boss! Seraxa, nicht andersrum. Jetzt portet er sich wieder in die Mitte oder so. Ne, wo ist er? Ich seh ihn nicht. Oh, ganz schön viele von den Flugviechern mittlerweile. Ey, was für ein scheißlästiger Kampf. Ah, jetzt hat er sich in die Spinne transformiert. Jetzt müsst ihr die Spinne besiegen. Ist zur Linken. Versucht den Inzukerseln. Er ist jetzt so etwa auf der linken Seite, wo wir reingekommen sind. Ihr müsst bitte mehr auf die anderen achten, mehr über sich. Jeder Einzelne, der ist an jeden Einzelnen gerichtet. So, jetzt haben wir den alten Wunder. Auf! Jo. Ja, aber danach geht der Kampf jetzt nochmal wieder weiter. Aber ihr macht das schon gut jetzt. Ja, ja, genau. Jetzt schön runterzergen. Ich glaube, der verliert jetzt auch irgendwie ein Drittel Leben dadurch oder so. Irgendwie, was ist da? So. Sollte irgendwas passieren. Jetzt halt wieder normale Schose wie vorhin, ne? Schön, jetzt genau. Jetzt können wir wieder. Ah, okay. Schade, wieder Bubble. Und kreist den halt schon mal, ne? So wie gerade. Da halt, wenn er jetzt gleich das Schild weggeht, schon mal ordentlich Damage machen können. Oder so viel wie möglich zumindest. So, da tauchen die Ads auf, aber. Ignorieren wir oder was? Was sagen eure Rex eigentlich so vom Leben her? Jetzt das Schild weg, macht irgendwas, macht was, macht was, macht was. Ja, wir haben aber wieder ein bisschen was machen können. Macht kurz die Ads weg hier am Rückweg, die hier am Boden sind. Dreht euch alle einmal nach rechts und. Oh, shit, sorry. Aber ich. Jetzt gerade gucke ich aber auch nicht auf die Strahlen. Haltet immer ein Auge auf den Boss. Also, ich fand das eigentlich recht leicht, den Strahlen auszuweichen. Zumindest so lange, wie man da hinguckt. Und jetzt wieder sammeln, 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 ne? Da hinten ist der Boss wieder. Ihr könnt ihm jetzt gerade Schaden machen, ne? Da wäre toll, wenn ihr dem Boss ein bisschen Damage macht. Jetzt ist er nämlich wieder in seiner Bubble. Ja, wie? Und jetzt können wir nicht mit dem Tier jetzt dahin laufen. Ja. Ich sag euch halt nur, was ihr dann in dem Moment priorisieren sollt, ne? Jetzt wieder, macht irgendwas? Ja, shit. Ich auch volle Kanne. Wir haben auch mittlerweile ziemlich viele von den Flugviechern, also ich denke, das wird uns irgendwann natürlich. Die machen kaum Schaden. Ja, ich sehe schon, ja, aber trotzdem, mit der Zeit, irgendwann sind das so viele, ne? Die machen 0 bis 1 Schaden. Scheiße, wieder voll rein. Buffy? Ja? Kriegst du dein Viech? Sonst stell doch auf passiv Toffi, dass der dir nicht mehr wegrennt. Na gut, da ist er wieder in seiner Bubble. Dann umzingelt den. Okay, ja, seht, auf leicht werden wir das jetzt trotzdem so schaffen. Auf Mittel würden wir dran scheitern, denke ich. Genau, da ist noch ein Platz frei. Schön für den Toffi. Ich versuche auch nochmal hier ein bisschen mit zu umzingeln. Ah, der portet sich, der verwandelt sich jetzt wieder. Der ist, habt ihr gesehen, wohin er gezogen ist?
wieder so zur Eingang, ne, wenn er reinkommt, links. Aber macht mal kurz einmal ein bisschen die Ads. Das sind doch wieder gerade ein paar viele hier. Der kommt sowieso gerade. Ja, der schmeißt auch mit Steinen. Macht mal kurz einmal gesammelt die Ads. Wer läuft da in der Mitte? Ah, okay. Jetzt umdrehen, alles klar. Oh, das war Scherschaden alleine bis jetzt. Okay, ja, dann passt auf. Einer alleine tankt der Rad. Seraxa ist gerade allein auf dem Boss, das ist nicht gut. Bin schon da. Lass als Tanks sonst, wenn möglich, Bänder oder Silber. Ich denke, die kriegen noch ein bisschen weniger Damage einfach wie hier. Ja, und jetzt einfach, ne, umzingeln drauf. Schmeck mal. Der Stein ist böse. Ach du Scheiße, jo, der Stein tut wirklich weh. Ist halt typisch, ne. Sind halt die normalen Fähigkeiten einfach von den Bossen, aber ihr seht schon, ihr zackt den eigentlich gut runter. Ja, ja, eben. Komm, jetzt machen wir einen Platz. Danach haben wir halt noch den Drachen, aber gut. Ja, wieder weiter nochmal umzingeln, ne? Wenn möglich. Und jetzt gleich nochmal versuchen, möglichst viel rauszuhauen. Na, macht er natürlich wieder seine Bubbeln erstmal. Ich weiß ja nicht, guck mal, ob ihr irgendwie sehen könnt, in welche Richtung er die Strahlen macht, ob man sich vielleicht positionieren kann. Okay, Bubble ist weg. Naja, das dann einfach alles von in seiner Umgebung ist, glaube ich. Ja, wollt ihr einmal kurz die Ads machen? So viele sind da zwar jetzt nicht, aber... Der ist gerade direkt neben euch. Au, 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 au. Ach. Ich bin hier eingekesselt, könnt ihr mich da rausholen? Okay. Der Itiranus ist von den Ads eingekesselt. Ja, im Moment bin ich da. Jo, danke. Jo, ist gut. Jo, bin drauf, danke. Na gut, wir müssen so weitermachen, ne? Wir haben noch 23 Minuten. Wir sind schon über 12 Minuten im Kampf. Wir schaffen dann, wenn wir so weitermachen. Aber wir müssen auch. Jetzt. Mach das. Ein bisschen. Ich weiß auch nicht, müssen wir nachher mal gucken, ob das wirklich so sinnvoll ist, wie wir das hier machen, aber wir kriegen ja auf jeden Fall erstmal irgendwie so down, ne? Hier sind mobilere Tiere natürlich schon schöner, ne? Keine Frage. Aber dafür machen die T-Rex immer den meisten Damage. Guckt halt, da er zum Boss kommt wieder. Der ist halt rechts von euch. Oh, Mist. Ah, nee. Ey, ich bin eben den Strahlen ausgewichen. Ich bin zwischen zwei Strahlen durch und trotzdem gestunt worden. Okay. Vielleicht erwischt er Tier oder so. Keine Ahnung. Na, sammelt euch halt wieder in die Mitte. Ja, genau, wieder schön drumherum. Selbe wie immer. Irgendjemand steht da schön umgedreht. Das macht er halt wenigstens zumindest. Okay, er verwandelt sich wieder in den Boss. Guckt, wo er hingeht. Habt ihr gesehen? Zu eurer, naja, gerade linken. Das ist der Drache. Der hat auch die normalen Drachenfähigkeiten. Also bitte alle zusammen jetzt direkt drauf und weg machen, ne? Jupp, ich brenne mich schon. Drauf, drauf, drauf. Auf den Drachen, auf den Drachen. Wir müssen den Drachen wegmachen, sonst ist der Kampf vielleicht beendet. Ja, ich bin festgefahren. Ja, aber auch trotzdem sind da erst zwei oder drei Leute auf dem Drachen, ne? Die anderen drei, da stehen drei Leute stehen da hinten noch. Der Drache kann die Leute hier einfach mal eben töten. Mein Rex stirbt gleich. Dann bleibt ein bisschen hinten. Ja, aber das ist das. Deswegen meine ich halt nie Einzelne und sowas. Oh, jetzt haben wir hier Leck, scheiße. Ich muss gucken, dass du ein bisschen hinten bleibst. Also unter der Hälfte. Jetzt. Meine Frau hat dich zerrissen. Ach du Scheiße. War aber festgefangen. Achso. Ja. Geht halt irgendwie auf den. Ja, genau, umdrehen drauf. Max, hast du Fleisch zum Boss finden? Ja, ja.
Ich geh jetzt mit Puff, weil. Direkt, ja, direkt beißt zu. Irgendjemand beißt da schon immer noch nicht mit zu. Jetzt gerade erstmal den Drachen wegmachen, das ist das Wichtigste. Weil bringt nichts, wenn du jetzt deinen Drachen force-feedest und dafür die anderen. Ja, die anderen T-Rex alle um dich herum sterben. Okay, jetzt können wir hier wieder normal. Toffi, kannst du mal probieren, den T-Rex von Ascara dann passiv zu steuern? Ja, achso, hast du schon, oder was? Ja, ich bin hier. Achso, wer ist denn da hinten dann noch am Kämpfen? Achso. Ah, ich denke. Na, ich weiß, wer das ist. Der ist nicht mehr im TS. Jetzt können wir vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Also wart jetzt, er verwandelt sich auch nicht mehr in Bosse, nur in die drei. Ja komm, der hat noch ein Viertel oder ein Fünftel. Kriegen wir irgendwie weggezerrt, oder? Macht einmal wieder die Ads. Okay. Silber und Bänder stehen hier ja schon, genau. Wenn ihr halt zusammen auf die Ads geht, dann... Und immer schön Mate boostet, ne? Silber und Bänder guckt ihr sowieso, dass ihr immer zusammen bleibt, ne? Ah, man kann den Strahlen auf jeden Fall hinter der Säule ausweichen, ne? Ja. Nutzt uns zwar jetzt gerade wenig, wenn wir den haben wollen, aber... Wenn man weit genug weg ist, dann Ja, unsere Boss-Strategie ist auf jeden Fall scheiße, das ist so nicht richtig, müssen wir später mal gucken. Ich habe eigentlich gedacht, der ist recht easy. Aber wir kriegen ihn ja irgendwie hin, ne? Sonst, wenn jemand hier was sieht, wenn jemand eine Idee hat, Verbesserungsvorschläge, immer instant raus damit, ne? Verwandelt er sich doch nochmal? Ach du Scheiße. Nach rechts. Ja. Der Manticore, nee, die Spinne wieder. Spinne ist es. Hm. Okay. Weil sonst, wo ich mir angeguckt habe, hat er sich nur dreimal verwandelt. Sorry, Bender. Ja, versuch du jetzt auch wieder beim Silber zu bleiben, ne? Sonst nehmt die Ads mit. Nehmt die Ads mit. Wenn die anderen schon weggelaufen sind, dann müsst ihr halt dahin, ne? Ja. Und ihr müsst auch alle wieder zur Spinne. Ihr müsst die Spinne jetzt gemeinsam Daumen machen. Jetzt sind halt auch zwei weniger mittlerweile. Also ist jetzt wichtig, dass ihr immer schön zusammen bleibt. Die Ads erwischt ihr nebenbei einfach so. Oh Mann, Seraxas. Boah, der Axa ist echt schon gut blutig. Guck, dass du möglichst wenig Damage bekommst, der Axa, aber versuchst trotzdem immer von hinten zum Beispiel ran, ne, genau. Trotzdem austeilst. So, jetzt hab ich euch mal voll gebufft. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen picken. Komm, das sieht gut aus. Wenn... Wer ist denn da hinten schon wieder? Toffi, du bist zu weit weg, viel zu weit weg. Du kämpfst da gegen die Ads, oder was? Nee, ich kämpfe, ich muss den Dings hochziehen, den T-Rex. Der zweite ist am Kämpfen. Okay. Ich hab noch den zweiten. Naja, alles klar. Magst du ein bisschen vorziehen jetzt? Jetzt sofort bitte dann Damage auf den Boss, ne? Wenn der seine Bubble wegmacht. Ihr werdet ja, naja, nur gestunt, aber bis jetzt steht nur Bender da oben. Okay, Silber ist noch da. Irgendwie müssen wir Damage auf den Boss kriegen. Ja, ja, schön. Okay, jetzt habt ihr schön wieder was gemacht. Das ist ja nicht mehr viel. Komm, das bisschen noch. Wir haben noch 16 Minuten. Aber das Problem ist mittlerweile das Leben, ne? Das sieht gut aus. Wir sind am guten Weg. Genau, beißt euch immer zusammen dadurch, genau. Vor allem Bänder und Silber sonst, ne? Ihr beide. Toffi rennt. Toffi, lauf! Lauf! Schon toll. Komm, beim nächsten Mal, wenn er stehen bleibt, haben wir ihn, oder? Der eine T-Rex ist jetzt gerade sogar gut, der tankt da richtig schön. Alle wieder umzingeln auf Seraxa. Weil vielleicht ist der Kampf danach vorbei, dann steht egal, wenn der Rex weg ist. Jetzt drauf, drauf, drauf. Achso, okay. Na, jetzt müssen wir halt wieder erst den Boss besiegen, bevor wir Damage machen. Oh Mann. Zum Boss, zum Boss, zum Boss, zum Boss. Ist wieder der Affe, der macht bös Bums. Am Eingang. Ne, nicht am Eingang, hier, ne? Bei mir. Ja. Der Ding ins T-Rex tankt gerade, das ist gut. Versucht von hinten ranzugehen. Ja, von hinten, wenn du kannst. Ich muss gerade ein bisschen hochziehen mit dem T-Rex. Du kriegst jetzt eigentlich, wenn du von hinten rangehst, kaum Damage. Die Ads sind jetzt gerade das Schlimme. Ja, sonst, Silber, kannst du dich bitte Bänder anschließen? Einen T-Rex haben wir verloren.
So, komm, mach den, mach den, mach den. Gut. Jetzt die Ads wieder. Scheiß, ne? Boss und Zingel drauf. Alle bitte drauf jetzt. Alle drauf. Ja, guck mal, Toffel, der sieht doch noch gut aus. Guck mal, Seraxa ist auch noch da mit noch weniger Leben. Meine T-Rex ist weg. Okay. Aber die anderen hast du ja noch, ne? Damage, 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 Damage! Fast! Ja, Overseer has been defeated! Herzlichen Glückwunsch, Leute! Habt ihr geschafft? Ich weiß nicht, jetzt lass uns mal absteigen. Jo, hier liegt was. Kann man aber nicht looten. Teure Sache. Jo, wenn ihr jetzt noch irgendwas looten wollt hier, ne? Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier Zeit haben. Was kann man denn, ey, looten? Weiß ich nicht. Ich nehme mal Silber, nimm mal die Sättel von den T-Rexen runter, sicherheitshalber. Wenn möglich. Steck die mal in eure Tasche. Wenn einer meinen T-Rex-Sattel findet, der andere. Boah, sieht aber toll aus, ne? Ah, ich glaube, wir müssen jetzt hier drin stehen, um rausgeportet zu werden. Hier in der Mitte? Ja, tipp ich mal. Die T-Rex hoch? Ja. Bringt mal, ne? Bringt mal alles hier in die mittlere Bubbel. Wird immer heller, wird immer heller. Es wird immer heller um mich rum. Nein, nicht ins Licht. Jawohl. Jawohl. Guck mal zum Greifen, da ist der Ark. Die Achse. Hoi, hoi. Oh, und hier ist wohl mir letztes Mal abgeschmiert. Oh. Holy, ist das laut gewesen. Super, jetzt können wir auf Ende drücken. Wir haben Ark durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt kann ich auch meinen Charakter hier downloaden. Ich spawn mal am grünen Ark. Wo kann ich ihn jetzt? Einfach nur Charakter und dann... Ja, macht einfach mal weiter, also bei mir klappt das bis jetzt. Überleben, der runterladen, gell? Ja. Ich hab all meine Sachen. Werden wir jetzt gleich sehen, wa? Vielleicht ist er im Ark. Vielleicht ist er weg. Uiuiuiuiui. Oh, ja, also für mich ist hier nichts drin. Ihr habt die Sättel ja gelootet, ne? Sattel hab ich, Sattel hab ich, ja. Scheint er zu wechseln. Ja, aber komm, gibt Schlimmeres, ne? Ein Tier dafür, dass wir jetzt 5 Level oben drauf machen können. Ist okay, oder? Ist okay. Wo ist mein Drache hin? Oh oh. Na, lass uns mal rübergehen auf SE, vielleicht ist dann wieder alles normal. Ist der Drache beim Serverneustart eventuell aus dem Ark rausgelöscht worden? Das ist durchaus möglich, ne? Ja, geh mal rüber, vielleicht steht er drüben. Lass uns mal gucken hier. Also bei mir ist auch nichts da. Keine vielleicht, Ahnung, leider. Vielleicht stehen die noch im Ding jetzt. Na, müssen wir jetzt gleich mal gucken, ne? Jo, geht mal rüber. Naja, so, ich muss erstmal beenden, ne? Ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ja, drüber reden können wir halt im Stream noch oder so, ne? Jetzt habt ihr halt erstmal gesehen, ich muss hier mal eben beenden, ne? Wir sind schon 50 Minuten hier am Aufnehmen, na. Bis dann, ne?